Bist du hier? Hallöchen? Und so? Was machst du da drüben? Hey, Poppy, ich muss dir was erzählen. Warte kurz. Wow, pass auf. Ich hab gehört, der Chapter 3 Teaser-Trailer ist raus von Poppy Playtime. Echt? Ist das dein Ernst? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch, wirklich. Wollen wir dir nur Bescheid sagen? Nein, Mann. Musst du mir einfach nichts erzählen. Die Leute abonnieren eh nicht. Was hast du da gerade gesagt? Komm her, du verdammte... Ah! Denno! Denno, wo bist du? Ich hab Poppy rausgenommen. Ich muss dir nur Bescheid sagen. Verdammt. Ich muss los. Wow. Was? Chapter 3? Poppy Playtime? Digga, da sehe ich mich. Wo? Zeig mir. Let's go. There is nothing more gratifying to my soul than wow. Leute, Video von MOB Games. By the way, wir sehen Huggy Wuggy hier. Der ist dead. Absolut dead, der Typ. Mami Long Legs. Digga, die ist auf jeden Fall auch absolut weggerippt. Was ist das? Was ist das? Das kann ich nicht so ganz erkennen. Es kann sein, dass das der Dino ist. Ich muss mir das mal näher anschauen. Ja, es ist der Dino-Kopf. Okay, also der Dino ist auf jeden Fall absolut rausgenommen worden. Und wo geht die Kamera hin? Was zur Hölle ist das denn? Nein! May Playcare bring joy, inspiration and smiles to every child who enters these doors. Uff! Das ist eine Gasmaske! Die könnte darauf schließen! Wenn wir uns das mal reinziehen, die könnte wirklich darauf schließen, dass ein Wissenschaftler irgendwie was mit Kapitel 3 zu tun hat, dass irgendwie vielleicht, ich weiß es auch nicht, dass eine Möglichkeit ist, wie jemand von Poppy Playtime hergestellt worden ist. Aber warum haben die eine Gasmaske, wenn wir doch im letzten Part von Chapter 2 die Playcare, das Playcare-Schild gesehen haben? Interessant ist auch, was hier nebenbei noch gesagt wird auf Englisch. Das werde ich gleich auf jeden Fall im Nachgang nochmal übersetzen. Aber wir sehen schon hier 2023. 2023? Willst du mich verarschen oder was? Huggy, also ganz im Ernst. Was soll das, Bruder? Sag mal, wie es ist. 2023! Willst du mich verarschen? Ich rede mit dem Kuscheltier, Digga. So weit ist es gekommen. Weißt du, wie ich meine? Als ob! Oh, oh, oh. Was soll das hier bedeuten? Interessant. Die 3 bleibt stehen. Also es kann natürlich für Chapter 3 stehen oder es steht für 20.02.2023. Man weiß es wirklich nicht. Also da jetzt wieder irgendwas zu spekulieren, macht keinen Sinn. Aber es ist sehr, sehr interessant, dass hier etwas gekommen ist. MOB Games. Neues Logo von denen, by the way. Richtig nice geworden. Okay. Ich gebe dem Video erstmal einen dicken Like. 9.700 Aufrufe, 36.000 Likes. Man kennt ihn. Was soll ich dazu sagen? Aber jetzt müssen wir uns auf jeden Fall erstmal den Ton reinziehen. There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt, als dafür verantwortlich zu sein, dass Kinder lächeln. Und tatsächlich, Leute, muss ich auch sagen, für mich, das stimmt. Es gibt wirklich nichts Schöneres. Er ist das Feuer, das deren Träume und Hoffnungen entfacht. Ich weiß nicht, wer da gerade redet, Leute, aber es könnte der Chef von Poppy Playtime, also die ganze Fabrik sein. Wir gucken weiter. This company and its toys are nothing without them. Die Firma und die Spielzeuge sind nichts ohne die Kinder. Leute, mein YouTube-Kanal ist auch nichts ohne euch. Ich sag, wie es ist. Ich und der Typ haben viel gemeinsam. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co. I announce Playcare. Und hier sagt er, und er als Gründer freut sich, dass er bekannt geben kann, dass die Playcare nun da ist. Die Playcare, also ne, von Chapter 2, dem Ende. Was das Playcare ist, weiß man nicht, aber das ist sowas ähnliches wie, ja, so ein Spielplatz für Kinder, wo man Kinder halt hinbringen kann, dass sie in Ruhe spielen können und so weiter, ne? Also so, wo man halt auf die Kinder auch aufpasst. Our very own on-site orphanage. A child should never be left unloved. Never without a hand to hold when they see a monster in their closet.
Kinder sollten nie alleine gelassen werden und Kinder sollten immer Unterstützung bekommen, auch wenn sie das Gefühl haben, da ist irgendwie ein Monster im Schrank. Man soll Kinder immer wohl behüten, sagt er. Man soll immer für sie da sein. Man soll so eine helfende Hand sein. Wisst ihr, wie ich meine? Und das verstehe ich auch, weil Kinder kriegen ja auch ganz schnell Angst. Ne? Ich habe damals auch mal ganz schnell Angst bekommen. So, deswegen, er meint es eigentlich gut und seine Stimme hört sich auch erstmal nicht böse an. Ich glaube, das ist der Gründer, also von der Poppy Playtime-Fabrik und der, ich weiß noch nicht, also in welchem Zusammenhang diese Aufnahme ist. Na, ob das ein Videotape ist oder sonst was. Aber wir finden ja eigentlich über Poppy Playtime immer mehr raus, indem wir tiefer in die Fabrik eindringen. So, und ich weiß jetzt nicht, ist das wieder ein Videotape oder keine Ahnung was, da wird man sehen. May Play Care bring joy, inspiration and smiles to every child who enters these doors. Die Play Care bringt Freude, lachende Gesichter und Hoffnung und alles Mögliche. Also eigentlich ein schöner Ort für Kinder und die Leute klatschen. Man hört ein paar Leute klatschen. Man weiß nicht, ob es die Mitarbeiter von der Poppy Playtime Fabrik sind. Aber auf jeden Fall sind es irgendwelche Leute, die da klatschen. Vielleicht auch die Eltern oder so, die mit ihren Kindern gerade da sind, weiß man nicht. Und jetzt hören wir, wie die Kinder sich freuen. Viele Kinder, viel Geschrei, viele Leute sind da. Und das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Und was das hier am Ende bedeuten soll, weiß ich nicht. Ich denke, dass wir auf jeden Fall bald mehr erfahren sollen. Ich mache euch nochmal einen ganz kleinen Abstecher auf den MOB Games Kanal, damit wir uns einmal Folgendes angucken. Es gibt zu jedem Chapter einen Teaser-Trailer. Beim Chapter 1 war der offizielle Teaser-Trailer, glaube ich, also den gab es da nicht, aber wir hatten zwischen Chapter 1-Trailer und dem Outnow hatten wir 2 Monate Zeitdifferenz, ne, bis der Trailer kam. Beim zweiten Chapter war es so, wir hatten auch einen Teaser-Trailer, der ist vor 9 Monaten gekommen, aber 4 Monate später war es der richtige Game-Trailer da. Es kann also echt gut sein, dass wir im Winter erst einen Game-Trailer wieder erleben und tatsächlich nur noch Jahr für Jahr ein neues Kapitel rauskommt. Muss man halt gucken. Jetzt haben wir vor einer Stunde den Chapter 3 Teaser-Trailer am Start und ich würde mal sagen, es wird Zeit, dass wir nach dem Sommer, wenn der Herbst anfängt, direkt den Trailer sehen, oder Leute? Ich würde es cool finden, wenn es zum Halloween rauskommt, beziehungsweise so im Oktobermonat. Würde ich sehr, sehr nice finden. Und das, Leute, war es auf jeden Fall wieder mit den absolut neuesten Nachrichten zu Poppy Playtime. Und wir werden trotzdem weiter Poppy Playtime suchen und jedes Kapitel richtig brutal totgrinden. Weil das Game einfach nice ist. Und ich hoffe, ihr seid auch immer noch dabei. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und die Top News verpasst ihr auf meinem Kanal nicht, wenn ihr ein Abo reinschallert. Dickes Küsschen geht raus. Huggy Wuggy sagt... Bye.